glaube, dass gerade in der ersten Halbzeit, bevor 60 die erste große Chance hat, müssen wir 3-0 führen. Wir haben 300-prozentige. Dann wird natürlich vieles leichter und dann brauchst du nicht die Hilfe anderer, um die Klasse zu erhalten. Ich glaube, wir haben wirklich 400-500-prozentige auch gehabt, gerade auch in der ersten Halbzeit der Mirkan. Und wenn wir da natürlich in Führung gehen, spielt man auch ganz anders. 1860 müssen wir auch aufmachen. Aber wir haben zwei Chancen quasi so richtig zugelassen und die haben sie auch reingemacht. Und das ist natürlich dann sehr schade gewesen. Mir tun die Jungs auf der einen Seite natürlich auch leid, dass sie sich für den Aufwand, den sie betreiben, selbst nicht belohnen. Das ist bitter, wenn man draußen sitzt und sieht, dass wir richtig gefährlich nach vorne spielen aus dem Konter. Wir haben ganz ordentlich gestanden, fand ich. Wir haben wenig zugelassen. Und wenn du dann drei solche Chancen hast und du belohnst dich nicht und der erste gefährliche Angriff von 60 ist dann ein Tor, ist das natürlich bitter, ist doch ganz klar. Ja, wenn man auswärts so viele hochkarätige Chancen bekommt, dann ist das sicher so, aber nichtsdestotrotz sehe ich das Problem nicht nur im heutigen Spiel, sondern in den letzten Monaten, wo wir einfach zu oft schlecht gespielt haben und die Punkte nicht eingefahren haben. War jetzt wichtig, dass wir unser Minimalziel geschafft haben, den Klassenerhalt. Jetzt wollen wir natürlich noch nächste Woche gegen Karlsruhe gewinnen, uns einigermaßen auch von den Fans verabschieden, mit einem Sieg am besten. Und wir versuchen natürlich auch FSV Frankfurt noch zu überholen. Sie haben noch ein schweres Spiel, ich glaube auch gegen FC Köln. Und da müssen wir jetzt drei Punkte holen nächste Woche. Ja, natürlich will man sich immer mit einem positiven Erlebnis verabschieden, auch gerade zu Hause. Der ein oder andere Spieler wird auch verabschiedet. Das ist ja immer so ein bisschen was Emotionales auch. Und wenn man dann noch ein gutes Spiel macht, die Punkte behält, dann ist das noch ein vernünftiger Abschluss. Natürlich haben wir uns die Saison anders vorgestellt. Das steht für mich außer Frage. Alle, ob es die Spieler sind, der Trainer oder ich und die Verantwortlichen aus dem Aufsichtsrat natürlich auch. Wir hätten es gerne ein bisschen ruhiger gehabt, ohne immer ein bisschen nach unten gucken zu müssen, so nach dem Motto, es kann noch schief gehen. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass diese Mannschaft natürlich im letzten Jahr einen riesen Aderlass hatte, dass auch die finanziellen Möglichkeiten dieses Clubs nicht so sind wie vielleicht die von 1860 oder anderen Vereinen. Und aus dem Grunde muss man das in Ruhe und vor allen Dingen auch mal mit der Nacht drüber schlafen analysieren. Ich habe ja schon gesagt, ich habe meine Meinung dazu. Und die werden wir haben jetzt noch eine Woche und dann danach bleiben wir noch ein paar Tage mit der Mannschaft da. Da werden wir dann in Ruhe nochmal über die Dinge sprechen und dann werden wir hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus ziehen.